Hallo, hier ist Tony von pocketpc.ch und ich möchte euch heute Changelog Draw zeigen. Hab hier schon mal ein bisschen was vorbereitet und zwar kann man hier einmal ganz gut sehen, welche App ich als letztes installiert habe und folglicherweise auch, was hat sich denn geändert bei der ganzen Sache. Klar, wenn ich jetzt in den Market gehe, dann gucke ich mir die Beschreibung an und kann natürlich auch sehen, okay, das ist jetzt neu. Allerdings habe ich jetzt hier die Möglichkeit, das Ganze in einer kompakten Übersicht zu sehen. Finde ich persönlich zum Beispiel sehr wichtig. Da muss ich nicht jede App einzeln anklicken und mir immer wieder neu die Neuerungen halt anschauen. Ja, das Ganze wurde jetzt auch so weit geupdatet, dass das Ice Cream Sandwich Design beziehungsweise dieses Holo Design, was ja von Google jetzt neu implementiert wurde und auch als Designrichtlinie vorgegeben wurde, ins Programm Einzug gefunden hat. Das kann man ganz gut sehen, dass wir hier einmal diese schönen Tabs haben, sag ich mal, und auch durch Swipe-Gesten das Ganze sich hier schön geschmeidig bewegen lässt. Und unter letzte Änderung sehen wir jetzt ganz klar, was hat sich denn hier getan. Zum Beispiel habe ich jetzt hier den Boat-Browser installiert. Da sieht man ganz gut, welche Version da jetzt installiert wurde und vor allen Dingen wann und was sich geändert hat. Wichtig hierbei ist, natürlich kann es auch sein, dass der Entwickler keine Changelog mitliefert. So bleibt dann Eintrag hier auch leer. Gucken wir mal, ob wir hier vielleicht irgendwo was haben. Ja, in der Tat habe ich jetzt hier, ne, wie Dr. Klenk auch immer sehr gerne sagt, in der Tat. Smart Office zum Beispiel, ne? Da sieht man das ganz gut. Bei Smart Office gibt es keine Changelog. Ansonsten kann ich mir das wunderbar durchlesen. Was kann ich denn hier alles machen? Gut, ich kann einmal die App öffnen, dann natürlich in den Market reingehen. Auf Info sieht man diesen Standard-Android-Dialog. Dann noch den Installieren überspringen ist interessant. So wird mir das Update hier erstmal nicht weiter angezeigt. Und teilen, dann kann ich ganz klar sagen, ich möchte das jetzt irgendwie teilen und halt bei Facebook oder sonst wo ja, bekannt geben. Hier unter Updates, wenn ich jetzt hier drauf gehe, er sucht jetzt, das brauche ich aber nicht weiterzumachen, dann findet er Updates oder findet auch keine. Gut, ich lasse es mal ganz kurz durchlaufen. In dem Fall sollte er keine finden. Wenn Updates vorhanden sind im Market, dann checkt er die und zeigt das dann hier an. Das sind meine ganzen Apps, die ich installiert habe. Die werden hier alphabetisch sortiert. So, und das Interessante ist, ich kann eine Blacklist definieren. Möchte ich jetzt, dass ein Update nicht angezeigt wird oder dass hier die Changelog nicht steht, dann gehe ich hier drauf. So. Und bei keine Updates anzeigen heißt es, es wird geblacklistet. Updates immer anzeigen, von der Blacklist runtergenommen. Und das ist auch nochmal ein Link, um auf die Blacklist drauf zu gelangen. So, ne, hier kann ich mir jetzt auch nochmal was suchen lassen. Was haben wir denn hier? Boyd fällt mir gerade ein. Hossa, ne? Was haben wir denn Schönes in Optionen? Ne, über die Option kann ich auch mal die Blacklist bekommen. In dem Fall kann ich mir hier Benachrichtigungen anzeigen lassen, und zwar, wenn Updates verfügbar sind, zum Beispiel. Ich kann mir System-Apps anzeigen oder auch ebenfalls nicht anzeigen lassen. Startbildschirm, ein paar interessante Sachen. Dann natürlich, ob das Ganze sich auch beim Starten schon mal aktualisieren soll. Ne? Wie sieht es aus mit der intensiven Suche? Intensive Suche bedeutet, dass der nochmal genauer schaut, ob nicht für irgendeine App Updates vorhanden sind. Der Unterschied zwischen der normalen und der intensiven Suche, ich weiß ihn ehrlich gesagt nicht. Ja, im Endeffekt war es das auch schon. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Ansonsten abonniert auch unseren Channel und schaut auf unserer Webseite www.pocketpc.ch vorbei. Bis zum nächsten Mal.